Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Der Cable bzw. das British Pfund gegen den US-Dollar weiterhin auf sehr hohem Niveau bzw. befinden wir uns immer noch über dem Daily 50er, 55er EMA, haben auch schon zwei Retests hinter uns und sind auch sehr, sehr bullisch wieder abgeprallt. Also wir haben ja gleich wieder eine 120 Pip Rally hingelegt, sobald wir diesen Bereich erreicht haben, bei circa, wie ist es definiert, bei 1,5310 circa, bis in den Bereich der 1,5340. Gut, dass er jetzt knapp vor so einer wichtigen Widerstandszone bearish gedreht ist, ist auch okay, das ist auch verständlich. Und wir sehen aber schon eine etwas schönere Aufreihung der EMAs oberhalb des 50er, 55er EMA, also Daily 13er, 10er und 20er EMA formieren sich so langsam rauf. Und das macht natürlich ein bisschen, nicht Angst, aber ja, sorgt für schlechte Stimmung auf der Bärenseite. Wir haben auch eine neue Unterstützungszone ausgebildet, das ist hier so dieser Bereich, das sehen wir. Der Spike hier drunter gesetzt unter dieses letzte Tief, das sah schon wieder nach einem kleinen Ausbruch aus in die Short-Richtung, aber sehr, sehr schnell zurückgekauft, also hier definiert durch ca. die 1,53, ja 1,53,350 bis in den Bereich der 1,53,50 hier. Wichtige Unterstützungszone, ich könnte mir vorstellen, sollte er diese brechen, dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Pits Platz. Ja, auf jeden Fall bis hier in diesen letzten Unterstützungsbereich, dieses markante Tief, das wurde auch des Öfteren angetestet mit sehr, sehr vielen H4-Kerzen und ist dann letztendlich auch wieder bullisch abgehauen. So sieht man das, hier wieder 240 Pip hoch und ja, das wären auch nochmal 120 Pip, also wer hier Intraday Interesse zeigt, kann sicherlich mit einer Kombination aus dem Bruch dieser Trendlinie im H1, die man hier sehr, sehr klar definiert sieht, und diesem horizontalen Widerstand. Im Zuge eines Retests kann man hier sicherlich mit relativ knappem Stop die ganze Position runterhandeln. Diese 130 Pip lohnt sich ja Intraday auf jeden Fall, auch wenn man das vielleicht mal für 2 Tage macht oder sowas. Also es ist jetzt nichts Mittel- oder Langfristiges, aber sicherlich für die kurzfristige Sache ist es auf jeden Fall ja, zu empfehlen oder stellt das eine Möglichkeit dar. Ansonsten sehe ich die nächsten Short-Chancen wie gehabt beim Bruch dieser letzten markanten Tiefzone hier unter den 1,52. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal Platz bis zu den 1,50. Und ja, dann befinden wir uns auch wieder außerhalb dieser großen Wimpelformation im Weekly- und Monatschart. Also da besteht die Chance auf jeden Fall, dass wir hier wieder in den Short-Modus wechseln. Aber momentan ist British Pfund wirklich eine der stärksten Währungen und dementsprechend ist hier die Short-Richtung noch mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man natürlich auf so hohem Niveau bereits shorten kann, dann lohnt sich das in jedem Fall. Auch wenn der Trade schief geht, solange man das Money-Management einhält, der Stop ordentlich akzeptiert wird, dann ist es ja alles kein Problem. Nächste Stop-Zone außerdem dann hier weiterhin in dem Widerstandsbereich, der sich hier oben, Entschuldigung, der sich hier oben gebildet hat, also bei den 1,55 bis in dem Bereich circa, was ist das, 1,56 können wir schon sagen, also bis dorthin würde ich ihm sogar noch Luft geben, wenn er noch weiter bullisch geht. Da können wir diese Zone vielleicht sogar noch erweitern bis in diesen Bereich, denn wer die zurückliegenden Cable-Analysen kennt, der weiß, dass wir hier natürlich diese aufsteigende Trendlinie haben in dem Bereich, auf dem Linienchart, und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also auch immer mal einen Blick in den Linienchart werfen und dann sieht man, dass sich hier solche schönen Zonen bilden, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte beziehungsweise für nicht so wichtig gehalten hat. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier zwischen 1,55 und 1,56 nochmal eine schöne Short-Zone finden, die es auch lohnt, vielleicht sogar abzuwarten. Wenn man hier Intraday nicht ständig seine Position kontrollieren möchte. Und ja, könnte man hier so einen schönen Daily Close abwarten, bis wohin geht dann der Spike bzw. das Hoch der Daily Kerze. Und darüber in Kombination mit zurückliegenden Hochs, Zwischenhochs, kann man sicherlich eine feine Stopzone definieren. Sollte es soweit kommen, gibt es ein Update-Video, aber vielleicht, wer sich speziell für den Cable interessiert, immer mal ein Auge drauf werfen. Also nochmal Shortzone hier oben im nächsten Widerstandsbereich bzw. unter dem letzten markanten Tief, unter den 1,5320 quasi oder unter den 1,52. Das Ganze, diese Stop-Bereiche, nächste Targets 1,50 auf jeden Fall und im weiteren Verlauf dann natürlich die 1,48 bzw. die 1,48840.
Long, ja klar, die umgekehrte Seite, er macht ja hier einen schönen Aufwärtstrend, da muss man da sagen, im Daily Chart ist das Ganze ja recht gut zu traden, beziehungsweise auch auf den kleineren Timeframes seit den 1,50 konnte man hier sehr, sehr gut fast 500 Pip schon dazu gewinnen und darauf zu verzichten muss man ja auch nicht unbedingt, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Man hat durch diese schönen Unterstützungszonen natürlich klares Stop-Level, also auf Long-Seite kann man hier sich auf jeden Fall auf niedrigem Niveau einkaufen, beispielsweise an solchen Trendlinien, an dem wichtigen H4, 55er, 50er EMA-Bündel. Man sieht, das hat ja auch sehr, sehr gut bestanden. Also, sobald er es berührt hat, hat er auch schöne Reaktionen gezeigt. Und dann steht natürlich aber im Fokus, dass sich hier dieses letzte Hoch, also über den 1,5480 bricht. Und dann haben wir auf jeden Fall noch weiter Luft, wenigstens nochmal mindestens nochmal 100, 120 Pip Platz. Und das ist auf jeden Fall okay. Also wie gesagt, hier unter diesen letzten markanten Tiefs zu stoppen bei einem Long-Einstieg, kommt man hier jedes Mal mit circa 50 Pip Stop-Loss aus. Und oder hier unten sogar 40 Pip damals. Also man kriegt ja auf jeden Fall einen CRV von 1 zu 3 hin, auch in der Long-Richtung und dementsprechend auch attraktiv. Ansonsten, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, der DAX auf jeden Fall zum Morgen müssen wir uns anschauen. Wir haben ja am Freitag noch die 11.000-Punkte-Marke geknackt und zwar sehr, sehr deutlich. Das muss man ganz klar sagen. Diese 160 Punkte, die mir sehr, sehr solide hochgelaufen sind, beziehungsweise die wir auch, ja, also auch dieser Close, ja, wir haben hier nicht mal einen kleinen Doch, der ist ja minimal. Also wir haben hier wirklich auf sehr hohem Niveau auch geschlossen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, wir haben hier so eine Umkehrkerze, so eine Art Evening Star oder Evening Doji Star im H4. Aber man muss beachten, das ist so diese Markteröffnungskerze von, oder was heißt Markteröffnungskerze? Das ist falsch. Das ist so diese letzte H4-Kerze, die erschienen ist. Und ja, ob das jetzt wirklich ein Umkehrsignal ist, das steht natürlich im Raum. Klar ist es wichtig, dass er hier dieses letzte Hoch jetzt bricht bei den 11.165 Punkten. Das ist ganz klar. Das können wir uns auch im H1 mal anschauen. Sollte er diese Zone jetzt brechen, dann haben wir auf jeden Fall weiteres Long-Momentum, aber man muss sagen, diese letzten Dochte hier, die waren natürlich, die machen natürlich ein bisschen die Befürchtung breit wecken Erinnerungen an diese Zehntausende-Mark, wo wir sie als erstes bullisch gebrochen haben und dann ging es ja auch sehr, sehr rasant wieder in die bärische Richtung und da hatten wir auch eine ordentliche H4-Kerze hingelegt, muss man auch sagen. Ja, das war ja nicht nichts. Wir haben hier drei schöne grüne Kerzen hingelegt, eigentlich so nach den typischen Trading-Büchern, die man überall bekommt. Ist das ja schon, ja, soll man das dann ja erst in den Aufstiegstrend oder in den bullischen Trend einsteigen, ja, wenn es mal drei ordentliche bullische Kerzen gab. Und da wurde man natürlich hier sehr, sehr enttäuscht. Und ja, ob das jetzt natürlich hier passiert, ist fraglich. Wir haben sehr, sehr gute fundamentale Zahlen. Erstens vor dem Hintergrund des QE der EZB. Zweitens natürlich, weil sich die Griechen geeinigt haben mit der Troika, die nicht mehr Troika heißt. Ist ja auch völlig Wurst. Aber das sorgt natürlich für gute Stimmung an den Börsen und dementsprechend kann es hier durchaus auch ja, recht zügig weiter vorangehen. Als nächstes natürlich im Fokus diese Projektionshöhe der letzten Seitwärtsrange, also der Bereich 11.450 Punkte, beziehungsweise dieses Fibonacci Expansion Level beim 123,6. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er hier nochmal eine ordentliche Rallye hinlegt, wenn er diese 11.000er Marke hält. Also das ist ganz wichtig, das dürfte auch jedem klar sein, dass diese psychologische Marke gehalten werden muss. Natürlich kann er hier auch mal auf H4-Basis auch mal drunter kommen. Ja, ist ja gar kein Problem. Das haben wir hier auch unter der 10.000er-Marke gesehen. Da ist er nochmal bis zu den 9.950 Punkten runter und ist dann letztendlich trotzdem weiter bullisch aufgestiegen. Aber so ein Daily Close unter der 11.000er-Marke, beziehungsweise auch unter diesen letzten Tiefs hier unter 10.900, beziehungsweise unter den 10.860, das wäre natürlich nicht mehr so toll, das muss man ganz klar sagen. Ich werde es mal hier markieren in dem Bereich. Sollte hier mal wirklich einen Daily und oder H4 Close hinlegen, dann ja, ist das natürlich ein gutes Einstiegslevel. Klar, zu günstigen Preisen, klare Stop-Zone, aber nicht mehr, wirklich nicht mehr so schön im Aufwärtstrend. Ansonsten reihen sich ja auch die H4 EMAs wunderbar auf. Man sieht das hier 10er, 13er, 20er, 34er, 50er, 55er. Der hat sich übrigens in letzter Zeit auch gut als Einstiegszone etabliert.
In Kombination natürlich mit den letzten Tiefs, ja, also dass man hier nicht direkt unter diesen EMA-Stops stoppt, das ist einfach Wahnsinn, weil meistens setzt er so ein Doch drunter. Und das Wichtige ist, dass er diese Candles drüber schließt. Das ist einfach das schöne Long-Signal. Also dementsprechend kann man hier schon einsteigen. Aber den Stop dann natürlich vor dem Hintergrund der letzten Tiefs legen, beziehungsweise unter die letzten Tiefs, hat hier bedeutet um die 10.550er Marke, hat auch sehr, sehr gut funktioniert hier der Long-Einstieg. Und ja, man muss ja auch nicht gleich hier einsteigen, man kann auch erstmal abwarten, was macht ihr mit den Candles, mit den H4 Candles. Und dann hat man hier beim nächsten Test dieser Zone bereits schon wieder einen Einstieg bekommen, ja, und auch hier wieder. Man sieht das sehr, sehr gut, er ist ja ausgebrochen, da hätte man sich wieder ärgern können, sagen können, ah, ich gehe jetzt hier gleich noch in diese grüne H4-Kerze rein, ich will unbedingt in diesen Trend. Und dann wird man bei der nächsten H4-Kerze schon wieder ausgestoppt, weil man vielleicht Angst bekommt, dass er hier diese paar Punkte runterzieht, ziemlich zügig. Und stattdessen wäre es ja einfach maßgeblich gewesen, das Ganze abzuwarten, nochmal einen Retest abzuwarten. Und dann hat man hier einen sehr, sehr schönen Einstieg bekommen mit klaren Stop unter diesen letzten Tiefs. Das waren ja hier wirklich bloß ein paar Punkte, 100 Punkte, und dann konnte man hier wunderbar long gehen. Seitdem ist er ja auch schon ordentlich gestiegen, über 440 Punkte, und das ja, macht sich dann schon bemerkbar auf dem Konto, wenn man dann doch mal ein bisschen Geduld hat. Ansonsten nächste Einstiegszone, klar, bei den 11.000 Punkten, beziehungsweise knapp darüber, hier diese letzten Hoch bei 11.024, 11.025 Punkten circa, Stops dann unter die eben genannten wichtigen letzten Tiefs. Muss dann jeder mit seiner Risikobewertung ausmachen, ob er lieber ein bisschen Luft gibt dem Trade. Kann man natürlich immer machen, ist auch zu empfehlen. Aber wie gesagt, Hauptsache das Money Management stimmt und Hauptsache der Stop-Loss wird beachtet. Wenn wir die Pivot Points anschauen, sehen wir, dass wir auch sehr, sehr, sehr weit sind, was die Pivot Points angeht. Wir sind ja gleich am R3. Ist jetzt nicht so schlimm, weil die können sich ja auch wieder auffächern. Man sieht, die sind sehr, sehr eng in letzter Zeit gewesen, einfach aufgrund dieser Seitwärtsrange. Da ziehen sie sich ja immer ein bisschen zusammen. Dennoch muss man hier sagen, Weekly Pivot Point, Daily Pivot Point, heute diese ganze Zone zwischen 10.960 Punkten und den 11.020 Punkten, sehr, sehr interessant als Einstiegszone. Einfach schon aufgrund der horizontalen Unterstützung und dieser Pivot Points. Ansonsten sehen wir es noch sehr schön, Weekly R2 Pivot Point hier im Bereich dieser Target-Zone, also das bleibt erstmal bestehen, das ist auch noch ordentlich ein paar Punkte weg, hier kann man auf jeden Fall sich noch ein schönes CRV erarbeiten und noch einen schönen Trade draus machen. Auf Short-Seite sollte er diese ganzen Unterstützungen brechen, dann bleibt es bestehen, dieser Monats-Pivot Point bzw. Weekly S2 erstmal als nächste Zone hier, 10.060 Punkte, 10.600 Punkte bzw. 10.300 Punkte, aber da muss er jetzt wirklich ganz schön ein paar bearish Signale legen. Also das sieht im Moment gar nicht danach aus. Schauen wir uns den Euro-Yen noch mit an. Wir haben hier eine schöne Einstiegszone generiert bekommen, beziehungsweise den Einstieg bekommen. Das ist noch von einer längst zurückliegenden Analyse. Also man sieht, es ist schon ein paar Wochen her. Ich glaube, hier hatten wir mit den Analysen zum Euro-Yen begonnen, was auf der bearischen Seite anfing. Und dann ist er hier schön über 1300 Pip runter gewackelt. Und hier in dem Bereich dieser unteren ehemaligen Flaggenbegrenzungslinie, beziehungsweise hier bei den 130, war eine schöne Einstiegszone. Ich habe ihn nicht ganz hier unten bekommen, das ist klar, ich wollte das mal abwarten, wie der Close ist, und beziehungsweise der Eröffnungskurs und wie die Weekly-Kerze hier schließt. Aber hier im Bereich der 1, irgendwas über den 1,31 war hier ein schöner Einstieg, seitdem ist er auch gut hochgelaufen, über 500 Pip. Das erste Target, muss ich sagen, ist aber erreicht worden auf Long-Seite. Das war dieser Bereich Weekly 10er bzw. Widerstandsbereich 1,3650 circa, diese Zone. Im Daily-Chart sehen wir es sehr gut. Hier kommen wir an so eine ehemalige Widerstandszone, wo er schon mal oben war. Was ich mir hier vorstellen könnte, durchaus, falls er jetzt nicht gleich wieder Short abkippt, also diese letzten Tiefs aufbricht, dass wir nochmal an diesen Daily 50er, 55er EMA hochkommen, ähnlich dem Euro-US-Dollar, also dass hier wirklich nochmal so eine Art Double-Top gebildet wird, das wäre einfach sehr, sehr schön, weil wir dann ein super Stop-Level hätten. Also wenn hier in dem Bereich der 1,37 nochmal hochkommt, diese ganze Zone 1,3660, 1,37 bis 1,3750, wäre nochmal super für Short-Einstiege, könnte man die Stops hier über den 1,38, 1,30 circa legen. Da kommt man hier mit sehr, sehr knappen Stop-Loss aus. Und hier ist natürlich auch der Weekly 10er ganz klar
Und wie gesagt, diese horizontale Widerstandslinie ganz, ganz wichtig, beziehungsweise würde ich ihm vielleicht sogar auch nochmal Luft geben bis zu diesem Weekly 50er, 55er EMA im Bereich der 1,3830. Wer noch ein bisschen abwarten will, das wäre also nochmal so diese obere Flagge. Und dann könnte er im Zuge eines sehr, sehr schwachen Euro, der dann Anfang März zur nächsten EZB-Sitzung wieder abknickt, auch hier vom bearischen Euro-Momentum profitieren. Beziehungsweise nicht profitieren, je nachdem, auf welcher Seite man steht, das ist ganz klar. Nächstes Target wäre dann dieses letzte Tief hier innerhalb dieser Flaggenformation, nochmal als Test quasi die 1,30, das wären hier nochmal ca. 700 Pip als Target. Auf jeden Fall ja, keine schlechte Idee. Auf Long-Seite wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Aus zwei Gründen. Erstens haben wir hier eine sehr, sehr starke Widerstandszone, da würde ich entweder auf den Bruch warten, das ist ganz klar. Also wenn er hier diese ganzen EMAs knackt und aus dieser Flagge wieder bullisch ausbricht, dann haben wir auch wieder Momentum. Aber ansonsten ist das hier sehr, sehr bearish, dieses Muster. Schöne Umkehrmuster, sieht alles bloß nach einer kleinen Erholung aus, dieses wirklich heftigen Verfalls von 2000, fast 2000 Pip, das muss man ja ganz klar sagen. Und zweitens, auf bullischer Seite ist es natürlich auch schwierig, hier Einstiegszonen zu finden. Also das so einfach ist das nicht. Man kann natürlich hier irgendwelche Ranges reininterpretieren. Ja, dass man hier sich irgendwelche Unterstützungszonen nimmt, aber die sind nicht wirklich vorhanden. Also man sieht das hier, der macht hier irgendwelche Kerzen drunter und dann ist gut. Also das alles ist quasi Niemandsland. Das muss man ganz klar sagen. Er hat hier weder irgendwelche IME-Aufreihung im H4 sieht man es auch alles durcheinander. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass er gerade völlig auf Kurssuche ist, so ähnlich wie der Euro-US-Dollar, beziehungsweise auf Richtungssuche und dementsprechend äußerst gefährlich, hier irgendeinen Einstieg zu wagen. Kann man natürlich auch scalpmäßig machen oder Intraday, aber das ist mir alles jetzt hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn man den, also auf bullischer Seite schon mal, und wenn man hier oben keinen Short mehr bekommt, ja, dann wartet man halt, bis sich die Weekly EMAs hier weiter nach unten aufreihen, beziehungsweise auch im Daily Chart sich hier wieder so eine Art bearishes Momentum generiert, beziehungsweise die sich langsam wieder aufreihen und dann kommt man auch wieder in den Abwärtstrend hinein. Das ist ganz klar. Und zum Schluss schauen wir uns noch den US-Dollar gegen den Kanadisch-Dollar an. Ganz fix. Wir befinden uns immer noch in der Formation hier im H4, sieht man es sehr schön. Immer noch in dieser Art. Ja, Wimpelformation würde ich es jetzt nennen, oder es ist einfach irgendeine Dreiecksformation. Es ist ja auch völlig egal, was es für eine ist, denn ob bearish oder bullish spielt jetzt auch keine große Rolle. Er kann ja trotzdem in beide Richtungen ausbrechen. Also, das ist der Fokus, wenn er hier diese letzte Trendlinie oder diese Trendlinie über den 1,25, was ist das ja? Ne, 1,26, nehmen wir die 1, runde 1,26. Wenn er die bricht, bullish, dann haben wir auf jeden Fall bullisches Momentum. Vielleicht einen Retest abwarten und dann kann es hier per Einstieg an dieser Trendlinie weiter in die bullische Richtung gehen, das ist kein Problem. Stopzone dann ja unter den letzten formationsinternen Tiefs, das bietet sich dann einfach an. Aber das können wir uns auch einfach nochmal angucken, wenn er hier ausbricht. Ansonsten auf bearische Seite muss er natürlich die untere Begrenzungslinie brechen, das ist ganz klar. Nächstes Target dann die 1,22 und in weiterer Folge, wenn er wirklich schönes bearisches Momentum entwickelt, dann gerne diese 1. Diese 1,18,840 sollte er nochmal hier runterkommen, wäre das ja die super Einstiegszone. Das ist einfach diese gebrochene ehemalige Trendlinie, die sehr, sehr wichtig war. Habe sie auch schon des Öfteren erwähnt, hier diese abwärtsgerichtete Trendlinie im Monatschart, sehr, sehr deutlich. Monats 200er EMA, Monats 10er wäre dann einfach Top-Einstieg. Aber wie gesagt, ich würde jetzt innerhalb dieser Formation nicht großartig rumspielen. Also man kann natürlich hier an der Unterseite kaufen, an der Oberseite verkaufen. Ganz normales Range- bzw. Formationstrading, das ist ganz klar. Aber ja, oder man wartet einfach auf die Ausbrüche und macht sich hier nicht heiß. Weil es kann auch immer passieren, dass vermeintliche Bewegungen innerhalb dieser Formation einfach nur eine Verschiebung der Formation nach sich ziehen. Ja? Dass einfach die Trendlinien sich ein bisschen verschieben und dann hat man hier vielleicht eine super Position drin und ist short und wenn er hier runterfällt, dann denkt, ah, klasse, alles klar, da lege ich nochmal nach, der bricht ja hier schön ein und zack, zieht er hier hoch. Und man wird zweimal ausgestoppt mit zwei Positionen oder hat vielleicht den Stop auch noch zu weit weg. Ist einfach ärgerlich. Deswegen einfach auf den Ausbruch hier noch warten, würde ich sagen. Und wie gesagt, nächstes Unterstützungslevel auf Short-Seite sind die 1,22 Daily 50er, Daily 50, 55er EMA. Ganz klar, das wäre auch so eine schöne, falls hier Short ausbricht, so eine schöne, schöne Bereich, wo er wieder in den Retest zurück
zurück sich bilden könnte, beziehungsweise ja, dass ich ja diesen Retest dann macht, hoch zur Formation und dann wieder runter. Also das wäre so dieses Target, so circa, was wäre das bei Ausbruch hier entfernt, circa 500 Pip Short Target, das ist drin. Ansonsten auf Long-Seite hatte hier jede Menge Platz, das ist ganz klar. Wir haben hier auf jeden Fall die nächsten Unterstützung, die noch unterhalb dieser Trendlinie lagen, beziehungsweise innerhalb der Trendlinie, 1,3450 circa, und dann können wir uns hier Stück für Stück weiterarbeiten auf Long-Richtung, das ist auf jeden Fall drin. Ansonsten wünsche ich einen schönen, angenehmen Start in die Trading-Woche und viel Erfolg bei allem, was ihr so tradet. Ich sage Tschüss.